So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing, denn wir haben wieder eine neue WrestleCrate UK Box bekommen. Ihr seht schon, nicht mehr auf der Toilette, sondern jetzt im Schlafzimmer. Ich habe das letzte Shirt aus der letzten WrestleCrate UK Box an. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, von wem das ist. Ihr könnt das vielleicht lesen, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich habe mein Abonnement von den WrestleCrate UK Boxen jetzt aber beendet. Das heißt, ich kriege bis August, beziehungsweise die August-Box, dann im September noch diese Boxen. Fand ich immer toll, gerade wegen dem T-Shirt. Jetzt habe ich es aber trotzdem erstmal beendet, weil mir das alles viel zu kompliziert wird und ich langsam den ganzen Überblick verliere und so viele T-Shirts habe, wo ich gar nicht weiß, wohin damit. Vielleicht werde ich es irgendwann mal wieder aufnehmen. Mal schauen, wie das alles jetzt so verläuft, wie das alles wird. Ich mache jetzt mein zweites Unboxing, jetzt seit dem Umzug, mit dieser WrestleCrate UK Box und wir schauen mal, was da diesmal drin ist. Am Anfang sehe ich schon wieder hier ein T-Shirt, was ich mir zur Seite lege und natürlich als letztes anschaue. Dann haben wir hier wohl ein Poster drin, hier eine DVD. Hier haben wir ein Autogramm von Orange Cassidy, von der AEW, wo ich immer sage, das ist wie ISWO, ne? Guckt euch den ISWO an, hier super Bild, wieder mal super Design, immer alles so ein bisschen so. Dieses Artwork, dieses Schwarz-Weiße, aber mit Farben, ist immer sehr cool gemacht. Und dieser orange Hintergrund wie Lava, wie in der Fabrik, da wird geschmiedet. Plus die orange Sonnenbrille, Orange Cassidy, Autogramm in dieser Box, jetzt schon ein Highlight. Dann haben wir hier wieder diesen Code, den es immer gibt, oder? Genau. Ein Monat lang gratis Wrestling streamen von SAJ Wrestling Grandeur mit dem Code SAJCRATE auf vimeo.com on demand 425702. Watch SAJ Wrestling, Italian Wrestling with top international wrestlers featuring Shikihiro, Irie, Tony Deppen, Francesco Akira, Andrew Everett, Luke Jacobs, Man Like The Rise and More. Sagt mir wieder keiner was, kenne ich nix, weiß ich nix. Wäre mal interessant, sich anzugucken, was es sonst noch alles für interessante Leute gibt. Dann haben wir hier unsere Karte, wo wir mal vergleichen können, was in welcher Box drin ist und welche Items das sind, wenn ihr mal einen Wrestler oder irgendjemanden nicht erkennt. Hier steht schon für den nächsten Monat angekündigt, Ricky Starks Autogrammkarte im Mai. Weil das ist jetzt die April-Box, die habe ich im Mai bekommen, gilt aber für April. Das nächste Mal ist also ein Ricky Starks Autogramm dabei. Und jetzt habe ich immer noch hier dieses Poster, was ich hier raushole. Ist das eins, sind das zwei? Das ist ein Poster und den kennt ihr alle. Das ist nämlich der Kevin Owens als Poster, schwarz-weiß. Von der Seite, mit dem Bäuchlein, mit dem Arm drauf. Da war noch der Dinosaurierschädel. Und guckt mir, wie der mich anschreit. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Sehr schickes Poster. Wird sich jeder Wrestling-Fan freuen. Das sieht wirklich gut aus. Dann haben wir jetzt hier eine DVD. 6 Years of North Wrestling. North Wrestling von 2016. Party till you puke. Also Party bis ihr kotzt, featuring Crowning of the First Ever North Tag Team Champions, Scotty to Hotty Debüt, Liam Slater defends the North Title. Kennt ihr North Wrestling? North Wrestling sagt mir nichts, ist Wrestling im Norden, hat hier so einen Grizzlybären als Logo, da ist jetzt eine Show drauf. Party Till You Puke mit verschiedenen Matches, verschiedenen Leuten. Ich kann ja mal kurz die Matchcard vorlesen. Tag Team Tournament, Semifinal, Molly und Taonaga versus Crash Boat versus Shreddy. Will Cruz versus Kid Lykos 2. Joe Hendry versus Scotty to Hotty. Commander Sterling versus Seo Knox. Gia Adams versus HT Drake versus Ryo versus Kid Lykos. North Title Match, Liam Slater versus Axel Tischer, der müsste euch bekannt vorkommen. Tag Team Tournament Finals, Boisterous Behavior versus Fragezeichen, weil ja die Gewinner von dem ersten Match dann natürlich auf die
Gewinner unten treffen auf die anderen. North Wrestling Co. UK, Aprox Running Time, 2 Stunden 54 Minuten das Ganze. Dann kann man sich also auch mal angucken, vielleicht mit dem Hannes mal so eine Session machen, North Wrestling schauen. Und jetzt habe ich hier noch das T-Shirt in der monatlichen Box, wo ich mal gespannt bin, was das wieder ist. Und immer Markenzeichen, den XL-Button dran lassen. Also das ist das XL-Schildchen. Wir packen es mal aus, ich sehe Augen, ich sehe ein Auto. Augen, Auto. Was steckt dahinter? Was ist es? Wir machen es ganz groß. Und ich kenne es nicht, ich weiß es nicht. Hier steht at LXS, das S als Dollar, made in Detroit, established 2002. Das sieht ein bisschen aus wie der Sänger von Rammstein, wenn ich mir den jetzt so angucke. Guckt euch einfach nur mal das Design an. So, nochmal vor, nochmal zurück. At, dann hier die Friese, das Gesicht, die Falten, das Schwarz-Weiße, das Auto dazu. Finde ich auf jeden Fall schon wieder ein Hingucker. Gefällt mir ganz gut. Wer es ist, erfahren wir jetzt. Wir gucken nämlich mal hier drauf. So, Sai Wrestling Full Show war dabei, KO Poster war dabei, North Wrestling DVD war dabei, Orange Cassidy Autogramm war dabei, Alex Shelley T-Shirt. Kennt ihr Alex Shelley? Das ist Alex Shelley, ein Alex Shelley T-Shirt. Verpasst haben wir das Dean Allmark Autogramm, den Frog Splash Label Pin und das Big Book of Wrestling Puzzles Teil 4. Dafür bräuchtet ihr die große Box, ich habe aber nur die kleine Box. Trotzdem reicht mir, weil da eigentlich immer eine DVD und ein T-Shirt drin ist. Das kleine Gedöns ist mir nicht so wichtig, aber das T-Shirt ist für mich immer das Wichtigste. Wie fandet ihr die Box? Fandet ihr die genial? Habt ihr auch euch schon mal so eine Box geholt? Seid ihr Wrestling-Fans? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.